Wenn man über Massenselbstmord spricht, denkt man unweigerlich sofort an religiöse Sekten oder Kulte. Die Geschichte zeigt jedoch viele verschiedene Gründe, warum Menschen in Massenselbstmord begehen. Das Thema heute: die 10 grausamsten Massenselbstmorde. Los geht's! Fangen wir an mit Platz Nummer 10, Demin 1945. Aus Angst vor Vergewaltigung und Ermordung durch die sowjetische Armee nahmen sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges fast 1000 Menschen das Leben. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Aus Verzweiflung, nichts gegen die erbarmungslosen Soldaten ausrichten zu können, griffen die Menschen zu allem, was ihnen in die Hände fiel, um ihr Leben zu beenden. Sie benutzten unter anderem Waffen, Rasierklingen und Gift. Nummer 9. Johnstown, 1978. Bei einem Massenselbstmord der berüchtigten Sekte Pupil's Temple starben mindestens 900 Menschen, darunter über 270 Kinder, nachdem ihnen Giftcocktails verabreicht wurden. Diese führten binnen 5 Minuten zum Tod. Widerspenstige Sektenmitglieder wurden unter anderem von Waffengewalt zum Trinken gezwungen. Einige starben bei einem Fluchtversuch durch Schüsse. Perfiderweise wurde dieser Massenselbstmord zuvor während der White Nights mehrfach geprobt. Durch eine Lautsprecheransage rief man die Sektenmitglieder auf, sich beim zentralen Pavillon einzufinden und brachten sie dazu, vorgeblich mit Cyankali versetzten Traumsaft zu trinken. Wie sich zunächst herausstellte, war diese jedoch noch ohne Gift. Nummer 8. Masada, 73 nach Christus. Zu einer Massenselbsttötung kam es 73 nach Christus während der Belagerung Masadas in der römischen Provinz Judäa durch römische Truppen. Es wird berichtet, dass die über 900 Belagerten angesichts ihrer aussichtslosen Lage beschlossen, lieber als freie Menschen zu sterben, als den Römern in die Hände zu fallen. Als die römischen Soldaten schließlich die Festung stürmten, fanden sie nur noch 2 Frauen und 5 Kinder, die sich in einem Brunnen versteckt hatten, lebend vor. Nummer 7. Saipan, 1944. Während und nach Ende der Schlacht um Saipan im Pazifikkrieg begingen zahlreiche japanische Soldaten und Zivilisten Selbstmord. Aus Angst vor den Amerikanern, die von der japanischen Propaganda unter den Zivilisten verbreitet wurde, kletterten die Menschen auf die 250 Meter hohe, felsige Nordspitze der Insel und stürzten in den Tod. Die japanischen Soldaten hingegen begingen rituell Seppuku, indem sie sich mit Katanas oder Pistolen töteten. Amerikanische Augenzeugen berichten, dass die kaiserlichen Truppen auch Zivilisten erschossen, um zu verhindern, dass sie sich den Amerikanern ergaben. Heute wird von mehr als 22.000 Selbstmorde ausgegangen. Zu dem sogenannten Suicide Cliff pilgern noch heute jährlich tausende Japaner, um ihre gestorbenen Landsleute zu gedenken. Nun zu Nummer 6. Saigon, 1963. Die moderne Geschichte der Selbstverbrennung als Protest beginnt mit dem berühmten Fall von Tin Tuan Doc, der sich 1963 selbst tötete, um gegen die Diskriminierung von Buddhisten unter dem Präsidenten Ngo Dien Diem in Südvietnam zu protestieren. Nach Docs Tod kam es schon bald zu weiteren Selbstmordanzündungen in Vietnam, den USA und anderen Ländern. Bis heute haben Selbstmordverbrennungen in Dutzenden Ländern stattgefunden, wobei die verschiedensten politischen Anliegen damit verbunden werden. Eine soziologische Studie zählte 533 Fälle zwischen 1963 und 2002, wobei hier auch Protestsuizide mit eingeschlossen wurden, die durch andere Methoden wie zum Beispiel Erhängen oder Erschießen vollzogen wurden. Auf der Basis derselben Definition zählte eine weitere Erhebung 298 Fälle von 2003 bis 2010 mit Rekordzahlen von 102 und 104 in den Jahren 2009 und 2010. Nummer 5. Kanungu 2000. Während eines Gottesdienstes in einer Kirche fanden am 17. März 2000 530 Anhänger der Glaubensgemeinschaft Bewegung zur Wiederherstellung der 10 Gebote den Tod. Während der Feier ließen die Sektenführer die Tür vernageln und übergossen den Holzbaum mit 4 Kanistern Benzin und zündeten ihn an. Die Gläubigen hatten sich auf den Weltuntergang am 31. Dezember 1999 vorbereitet. Als er nicht eintrat, verschob ihr Prophet Josef Kibwetere den Untergangstag um ein Jahr. Der Prediger und seine Mitarbeiter, darunter 2 exkommunizierte katholische Priester, hatten ihre Anhänger aufgefordert, allen Besitz zu verkaufen, weil sie bald ins Paradies einziehen würden. Nummer 4. Chito 1303.
Die Stadt Chito ist ganz Indien bekannt wegen ihres zähen, aber letztlich erfolglosen Widerstands gegen die muslimischen Eroberer. Bereits im Jahre 1303 belagerte der in Delhi residierende Sultan Alauddin Khalji die Festung, angeblich weil er die schöne Prinzessin Padmini zur Frau begehrte. Kurz vor der sich abzeichnenden Eroberung der Stadt begingen die Einwohner Selbstmord. Tausende Frauen und Kinder starben auf riesigen Scheiterhaufen. Die Männer öffneten die Tore und stürzten sich todesmutig in den aussichtslosen Kampf. Nummer 3, San Diego 1997. Bei einem Massenselbstmord der Sekte Heaven's Gate sind in der Nähe von San Diego, Kalifornien 39 Menschen ums Leben gekommen. Nach den Ermittlungen der Polizei nahmen die 21 Frauen und 18 Männer einen Todescocktail aus Wodka und einem Schlafmittel. Aus einem Videoband, das in dem Haus gefunden wurde, geht hervor, dass die Sektenmitglieder mithilfe des Kometen Hale-Bopp auf eine Art kosmische Reise gehen wollten. Tragischerweise kam der jüngere Bruder Thomas, der Schauspielerin Nichelle Nichols, aus der Originalserie von Star Trek dabei auch ums Leben. Er bedeckte seinen Kopf mit einer Plastiktüte und ließ Propangas einströmen, bis er tot war. Nummer 2, Sonnentempler 1994, 1995 und 1997. Ausgelöst von dem kollektiven Gedanken einer Wiedergeburt im Sternsystem Sirius, um dort eine neue Menschheit zu begründen, fanden 1994 61 Mitglieder in der Schweiz, 1995 16 Mitglieder in Frankreich und 1997 5 weitere Mitglieder in Kanada den Tod. Einige wurden als Verräter hingerichtet. Man verabreichte ihnen Betäubungsmittel, tötete sie mit einem Kopfschuss und zündete die Körper an. Die Mitglieder, die durch Selbstmord starben, töteten sich, indem sie Brände setzten. Hierfür verwendeten sie Zeitzünder und zum Teil Brandbeschleuniger. Kommen wir nun zu Nummer 1. Salongo 1803. Die Solioten sind ein griechisch-awanitisches Mischvolk. Als die Osmanen während der Soliote-Kriege in Griechenland einfielen und 50 Frauen und Kinder in den Bergen von Salongo in die Enge trieben, warfen soliotische Frauen ihre Kinder und sich selbst von einer Klippe. Die Legende sagt, dass jede Frau tanzte und sang, während sie in den Freitod ging. Diese Aktion bewies ihren Mut, ihre Lebensnotwendigkeit der Freiheit und ging als Tanz von Salongo in die Geschichte ein. Wie üblich möchte ich von dir wissen, welche von den 10 Massenselbstmorde fandest du am grausamsten? Schreib es unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis bald und wach auf, denn das hier kann nicht real sein.